alles richtig gemacht, gemütlich im Bus. Boah, Kate kämpft mit Moskitos. Und schon wieder startet eine neue Woche. Also, guten Start in die neue Woche. Wir sind kurz vor oder kurz nach, wie man es nimmt, Cagliari, weil... Mein Zahn wird gemacht. Ja, ich war gerade schon in Cagliari beim Zahnarzt, habe mich kurz Hallo gesagt, er hat mich kurz angeguckt und gemeint, okay, ich habe Zeit für dich um 2:30. Jetzt ist eins. Ja. Und das heißt, in anderthalb Stunden wird ich dort erwartet. Sehr und schön. Wird mein Zahn wieder gemacht. Ja, da freue ich mich. Ich mich auch für dich. Ja. Ja. Dann kann ich ihm endlich wieder normal in die Augen, ins Gesicht gucken. Und nicht nur der Zahn wird wieder neu gemacht, sondern auch der Rest wird einfach wieder weiß gemacht. Oder ja, aber weiß. Ich war jetzt schon über ein Jahr jetzt nicht beim Zahnarzt. Ich war noch vor der Reise und das war's dann natürlich. Ja, und vor allem, weil ja die anderen Zähne auch so schon halb angesetzt sind. Ja. Verfärben die sich schneller von Kaffee und Tee. Da sieht man so die Linie immer. Das hatte ich eh schon lange gestört, deshalb ist es gerade gut, dass das mitgemacht ein wird. Glück beim Unglück. Glück genau. beim Unglück, genau. Und ihr hört es vielleicht, es donnert. Da kommt ein kleines Gewitter an. Mal gucken, ob es uns richtig erwischt oder ob es nur vorbeizieht. Ja, wir sitzen im Trocknen, machen es gemütlich und fahren nachher rüber. Ja. Ich habe hier jetzt auf dem Parkplatz auf Kai gewartet. Ich bin zurück. Er ist zurück und kann er wieder lachen? Ich kann wieder lachen. Ah, es zieht richtig schön. Oh, und er hat mich so reingelegt. Er hat geschrieben, ja, er ist jetzt fertig, muss nur noch zahlen. Und ich habe gefragt, und wie ist es geworden? Und er hat geschrieben, schlecht, die können gar nichts hier. Und ich habe mir schon so Sorgen gemacht. Dachte, er hat mir schon so leid getan, er hat mir schon Bilder vorgestellt, wie könnte es denn aussehen? Und so, oh, richtig fies hast du mich reingelegt. Aber ich dachte, das glaubst du eh nicht. Also, aber das war schon fies, tut mir leid. Also, aber guter Zahnarzt, deutlich günstiger wie in Deutschland auch. Er hat direkt komplett Zahnreinigung gemacht, den Zahn geflickt. Und du hast 250 Euro gezahlt. Ja, also das fand ich auch. Ich glaube, wäre in Deutschland teurer gewesen. Das glaube ich auch. Zahnarzt. Und war echt gute Praxis, also modern und kann man nichts sagen. Kai war Best Friend direkt mit dem Zahnarzt, ja, scheinbar. Das war echt schön. Schöne Erfahrung. Irgendwie auch gut, dass ich jetzt wieder. Glück im Unglück. Ja. Ja, und wieder weiß. Sehr schön aus. Jetzt bin ich dreckiger fest. Ja. Nein. Danke, oh. Wieder. Ab jetzt haben wir Haustiere. Sie ist so gülsig. Was ist sie? Gülsig. Was ist gülsig? Süß, oder? Schmeckt's dir? Schmeckt dir, ne? Ja. Ist auch lecker, bisschen Milch. Katje Mau, komm ins Schau. Ich hab leckere Milch für jou. Das ist ein Kinderlied, Nordisch. Okay. Ja. Das heißt, Katze, komm schnell, ich hab leckere Milch für dich. Und das hast du, ne? Ich glaube, wir sind da was angefangen, weil das haben wir die ganze Zeit zum Kuscheln auch. Ja, zum Kuscheln, aber auch, weil wir ihm oder sie Essen geben. Ja. Jetzt musst du sie aber leider gleich wieder rausschicken, ne? Ja, du hast sie reingelassen, du hast sie reingelockt. Ja, ich dachte, sie stand schon eine ganze Zeit vor der Tür. Hast du Mitleid bekommen? Draußen habe ich Mitleid bekommen. Und während die Kleine da ihr Milch trinkt, gucke ich einfach schön auf die Wellen. Wir stehen herrlich, haben ein herrliches Plätzchen gefunden. Ja. Schön alleine, ruhig und mit Meeresräuschen im Hintergrund. Und wahrscheinlich verbringen wir morgen echt einen Tag im Bus, hätte ich gesagt, ja, weil die Vorhersage ist sehr, sehr nass. Ja, ist auch so. Eben ist seit langem, dass wir mal wieder irgendwie uns dann rankriechen muss, ne? Und du hast sogar eine lange Hose schon wieder an. Ja, aber es hat ja schon ein bisschen abgekühlt, aber ich finde es angenehm, weil die letzten Nächte waren irgendwie viel zu heiß. Weil dann hatten wir die nicht gelüftet, weil dann immer Schnaken, wir hatten so Schnaken im Bus, die wollten wir noch mehr reinlassen. Und dann war es echt immer warm, die Nächte fahren nicht. Was wollten wir noch mehr reinlassen? Nicht noch mehr Schnaken. Ah, okay. Ich dachte schon. So, da ist jemand fertig. Bist du fertig? Und jetzt? Willst du noch mehr natürlich? Freundchen nimmer satt.
Ja, aber du hast genug gehabt, jetzt gehst du erstmal für uns essen. Ja, ich bin gekocht. Ja. Und wenn man in Italien ist, muss man einfach oft genug Pizza essen, ne? Pizza essen. Oh, und wir waren bei unserer Lieblingspizzeria. Ja. Und haben wieder leckere Pizzen geholt. Ich hoffe zumindest. Ich bin gespannt, ja. Ja. Eins haben wir schon mal gegessen, das ist richtig gut mit, oder magst du besonders, ne? Ja, mit Radicchio. Mit der Zucchini, Aubergine und Radicchio. Okay. Und andere müsste mit Rucola und Cherrytomaten und dieser Parmaschinken oder sowas und Parmesan. Finde ich auch mal sehr lecker. Ja. Bin sehr gespannt. Heute war ein gemütlicher Tag. Heute Morgen hat es richtig gewittert. Oder richtig, aber geregnet. Wir waren bis 1 im Bus, lagen auf dem Bett. Es gab einen Donnerschlag. Ich bin fast aus dem Bett gefallen. Es war verrückt. Der ganze Bus hat vibriert. Es war sehr nah, glaube ich. Ja, war gemütlich. Aber dafür war es dann später noch sehr sonnig und gemütlich, aber kein Wind. Ja, und jetzt wird der Laptop aufgestartet. So wie ihr hört, es gibt einen Film und Pizza und wir lassen uns so richtig irgendwie gemütlich gehen im Bus. Ja. Ist auch mal wieder richtig schön. Wenn man kein kaltes, herbstliches Winterwetter hat, dann machen wir es trotzdem so, als wäre es jetzt kalt und wir essen, machen Filme, Pizzaabend. Jetzt schauen wir mal, wie die Pizzen aussehen. Nummer 1. Geil. Aber das ist mit Fleisch, Schatz. Das ist nicht mit... Echt? Ja. Ist blöd, wenn man kein Italienisch kann. Es ist nicht dieser Parmaschinken, aber so Fleischstückchen. Sieht trotzdem sehr lecker aus. Ich bin gespannt, was das für Fleisch ist. Und die anderen? Tada! Oh, ich mach Schatten. Einfach lecker, gut belegt. Mega. Wie ihr vielleicht hören könnt, es regnet bei uns. Das Wetter ist heute ziemlich wechselhaft. Immer mal wieder eine Regenböe. Ich bin gespannt, was der Wind macht. Gerade windet es. Kai ist draußen am Wingen. Ich gehe nach der Regenböe raus dann. Hoffe, dass dann auch noch Wind ist. Und wir sind jetzt von der Südküste Sardiniens wieder an die Westküste gefahren. Wir stehen jetzt bei Oristano, weil hier der Wind am besten ist und wir hoffen, dass wir hier auch morgen und übermorgen was Welle bekommen. Gerade ist irgendwie auf Sardinien mit Wind und Welle nicht so gut. Wir hatten jetzt nicht so viele Tage auf dem Wasser. Deshalb sind wir hergefahren. Wir hatten gestern schon eine richtig schöne Session zusammen. Haben wir nicht gefilmt, weil wir uns so gefreut haben, wieder zusammen auf dem Wasser zu sein. Von dem her, es sieht richtig eklig aus draußen jetzt. Also so sieht es hier draußen aus und hier liegt Kai. Ah, jetzt stellt es natürlich nicht aufs Wasser scharf. Alles richtig gemacht, gemütlich im Bus. Und Pizza war mega, mega lecker. Auch obwohl das jetzt mit so einem Fleisch war, war trotzdem ganz okay. Ich mag es aber mit dem Parmaschinken mehr. Aber jetzt haben wir gesagt, es ist erstmal Pizzapause, weil irgendwie liegt es dann doch richtig schwer im Magen. Und weiß nicht, wenn wir dann mittags essen wir eh schon Brot, verspannen wir morgens ein Müsli mit Obst. Und dann aber, wenn man abends eine Pizza irgendwie, dann habe ich so Lust auf was Frisches. Ja. Ich weiß nicht, wie manche Leute nur sich von so Fastfood ernähren können. Nach einem Tag, wenn ich da Brot und Pizza und keine Ahnung was esse, dann fühle ich mich schon so langsam und träge und ja. Genau, aber war mega lecker und gemütlich. Ja, mal gucken, was der Tag jetzt heute noch so bringt. Ich warte erstmal, bis der Regen aufhört. Hey, schon wieder zurück. Was ist los? Ich war doch eine Weile da, oder? Viertelstunde? Nö, es war schon eine halbe Stunde. Echt? Nee, niemals. Doch, klar. Locker. Ich habe gerade das Gefühl gesagt, dass du jetzt hier im Regen auf dem Wasser bist. Anscheinend stehst du vor der Tür. Wie war's? Im Regen auf dem Wasser. Nass. Ja.
nass ist, ist immer. Aber doppelt nass, von oben und von unten. Konnte nichts mehr sehen irgendwann. Das ist nicht so geschickt. Und der Wind jetzt weg. Mhm. War die ganze Zeit aber leicht, oder? Der war super stark. Ha? War super stark. Ja? Zu stark. Also zu stark? Ja. Kurzer. Okay. Es ist dunkel, wir sitzen drinnen. Kate hat ihren ersten Teller schon leer. Wir essen Couscous mit alles Mögliche drin. Alles Mögliche. Jetzt Fenchel, Radicchio, Zwiebel, Paprika, Mais, Gurke, Kapper. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, es schmeckt sehr lecker. Ich würde mich nochmal auch ein bisschen schöpfen. Ich habe auch schon einen Teller hinter mir. Ja, ich auch. Ja, weil ich bin auch echt richtig erledigt. Wir waren ewig auf dem Wasser heute. Ja, und vor allem waren so richtig anstrengende Bedingungen. Ja, wir mussten viel arbeiten, um aufs Board zu kommen, immer, weil es so böige Wind war. Und die Böen waren und oft zu kurz. Zu kurz und das kostet viel Kraft. Und ja, das merken wir jetzt. Aber es war trotzdem. Aber ja? Ich habe einen neuen Trick zum ersten Mal gestanden. Auch das, ja. Richtig viermal stark. Sogar schon. Also, man hört es, wir haben einen sehr erfolgreichen und schönen Tag zusammen. Ja, und ich habe am Ende Kai noch kurz mit der Drohne gefilmt. Der war echt noch, bis es dunkel war. Ja. Also der Akku war leider schnell leer, weil wir die nicht aufgeladen hatten. Es war noch so eine schöne Stimmung am Abend. Wir waren nur noch mit 2-3 Winger raus und es war der... Ich konnte der, nicht mehr, ich musste raus. Ich eigentlich auch nicht, aber es war irgendwie so schön, weil der Himmel hat sich lila gefärbt. Und war echt schön, ja. Ja, das sah schon echt sehr schön aus. Und jetzt machen wir das Abendessen fertig und dann... Und ihr seht mal die Wingeraufnahmen. Okay. Viel Spaß. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, in a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. Kate kämpft mit Moskitos. Hier, was grad, die du? Hat mich gerade gestochen. Warte, man sieht gar nichts. Man sieht gar nichts. Warte, ja. Die saß gerade auf meinem, zeig auf meinem Fuß und die habe ich zerdrückt. Sieht man es? Komplett blutig. Scheiße, es juckt schon voll. Ja, das ist Campingleben. Da hat man mal ab und zu mit Moskitos zu kämpfen. In den letzten Tage viel irgendwie. Irgendwie schon. Und wir sind ja da irgendwie nicht so gut ausgestattet. Ich meine, wir haben ja eigentlich gar keine Mückengitter, ja, nur hier im Dachfenster.
aber sonst gar nicht. Wenn man ein bisschen einen Durchzug haben will im Bus, muss irgendwie noch was anderes offen sein, außer das Dachfenster. Ja, aber eigentlich ging es bisher relativ gut. Aber warte, die Klappe ist gar nicht gut offen. So, dann sieht er auch was. Vor allem, wenn es so Schattenlicht ist, dann macht die Kamera nicht so gut mit. Wir stehen auf jeden Fall wunderbar hier auf, wie heißt es? Ja, kurz vor oder ich weiß nicht. Saint-Argitou. Und wir hatten richtig Glück mit Welle. Wir waren ja, heute Morgen waren wir noch in Mariehermin, wo wir Wing waren, ja, wo ihr die Drohnenaufnahmen gesehen habt. Und da war einfach eigentlich flach heute Morgen. Und dachte mir, komm, jetzt fahren wir doch die halbe Stunde hierher und probieren es. Ja. Und zwar gut. Ich hatte echt ein paar schöne Wellen mit dem normalen Wellenreiter. Ja, ich hatte auch einige mit dem Foil. Mhm. Und es ist einfach auch ein herrliches Strand an sich. Also ja, riesig, richtig schön. Richtig schön. Warte, ich mach mal einen Blick nach draußen. Na, sieht man nicht viel. Ah, man sieht nicht viel. Zeigen wir euch dann nächste Woche, ja, wie der Strand aussieht. Echt? Ja. Zeigen wir das noch? Ja. Okay, nächste Woche. Ja, so. Starten wir den Vlog nächste Woche hier am Strand und dann seht ihr den. Also Geduld. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr bis dahin auch wieder dabei seid. Macht's gut. Schönes Wochenende. Wir schicken euch ein bisschen Sonne. Und bis dann. Dach. Dui, dui.